herzlich willkommen bei DAS. Heute mit Inka Schneider. Ja, Sieg für Deutschland wäre natürlich fein, dann könnte sich unser Gast auch gleich doppelt freuen, denn ihre Engländer haben heute ja bereits gewonnen, 2:1 gegen Wales. Schlagerstar Irene Shear ist hier. Herzlich willkommen, schön, dass du mal wieder da bist. Ich freue mich, Inke. Yes. 2:1, Glückwunsch erstmal. Ja, das war wirklich dann letzte paar Minuten eigentlich, dass es dann alles umgepoolt war und dann England hat gewonnen. Das ist schön, es tut mir aber leid für Wales, weil es ist ja Great Britain und wir gehören alle zusammen und deshalb ist es ein bisschen hart. Aber ich freue mich für England und heute Abend natürlich ganz, ganz fest die Daumen drücken für Deutschland, weil ich bin halb Deutsche. Und deshalb Das ist wahrscheinlich gar nicht so leicht. Angenommen, die wären nachher beide im Endspiel. Wem würdest du mehr die Daumen drücken? Der Bessere. Das ist jetzt eine gemeine, schwierige Frage. Ne? Ganz, es war schon mehrmals. Ja. Und deshalb, also, jedes Mal saß ich da gebannt. Aber ja, es ist im Grunde genommen, eine von den beiden soll gewinnen und die sollen dann Finale sein. Nächste Woche ist es für dich gleich noch mal aufregend, unabhängig vom Fußball, Brexit. Die Engländer entscheiden, ob sie in der EU bleiben. Da habe ich Herzklopfen. Oder? Kann ich mir vorstellen. Als absolute Europäerin möchte ich, dass England dabei bleibt. Mhm. Also ich finde es wirklich falsch, aber so viel Propaganda im Moment durch die Newspapers, also ich verstehe die Welt nicht mehr und dann dieser Boris Johnson, der hetzt alle auf, ach, wir müssen ja auch zusammenhalten und gegen Europa, was soll das denn? Ja, der war ja Lord Mayor of London, stell mal vor. Mhm. Und Winston Churchill seinerzeit war eigentlich, also das finde ich auch sehr interessant, war der Verfechter, der erste Verfechter für eine United States of Europe. Mhm. Ich glaube, der wäre ja fix und fertig, wenn er wüsste, dass am 23. so eine Wahl, dass wir rauskommen, dass er das mitkriegen würde. Ich muss sagen, am Anfang habe ich es gar nicht so richtig ernst genommen, dachte, das machen die nie. Aber jetzt steht ja wirklich laut Umfragen auf der Kippe. Hälfte, dadurch, Hälfte, also, dass so viel Propaganda gemacht wird und ja, manche Menschen glauben wirklich, was sie dann lesen. Mhm. Und das stimmt wirklich nicht. Aber damit du dich so zu Hause fühlst, an beiden Orten haben wir ein bisschen englischen Tee für dich auch, weil ich weiß, dass du eine große Teetrinker bist, Und, liebe Irene, ich habe dir Traubenzucker mitgebracht. Inke, das ist aber, das denn ich ist weiß, toll. Dass kein Auftritt bei dir ohne Traubenzucker. Nein, das brauche ich, also wach zu bleiben. Auch nach all diesen Jahren auf der Bühne, das ist so. Ja, das ist so Doping. Ne? Also wenn es nur dabei bleibt, dann ist es okay, oder? Ja, absolut. Ja. Also ich würde sagen, dann dopen wir uns. Ja, wir dopen uns. Wir duzen uns übrigens, weil wir uns ja schon ein paar Mal begegnet sind und jedes Mal so Spaß miteinander haben. Ja, was für ein aufregendes, schönes Künstlerleben, muss ich sagen. Ja, muss ich auch sagen. Und vor allem, wo ich dann zurückgehe, wo ich dann so meine ersten Worte in Deutsch Fernsehen gesprochen hatte, es klang ganz niedlich. Ne? Absolut, da hast du auch noch mal immer ein bisschen den Akzent geht nicht weg. Ja. Ne? Ja, Deutsch-Englisch aufgewachsen. Also mal zu Hause in England haben wir immer Englisch gesprochen. Mhm. Und dann, wenn ich Urlaub in Deutschland gemacht hatte, haben wir dann Deutsch gesprochen. Und so hatte ich dann ein bisschen Deutsch gehabt. Die Mama war ja aus Düsseldorf, ne? Ja. Aber bist du auch so ein bisschen eine Karnevalsjeck, wenn du eine Düsseldorfer Mutter hast? Also eigentlich macht es Spaß. Ja. Aber das Komische ist, nein, ich sage nicht, aber Köln ist auch gut. Darf man mittlerweile, sind, glaube ich, Kölner und Düsseldorfer nicht mehr ganz nicht streng. Ganz so schlimm. Entweder das eine oder das andere, sondern mögen sich alle. Ne? Ja, schön. Aber ich habe ja meistens gefeiert von der Bühne, weil ich habe ja so viele Orden, dass ich dann für Karnevalsvereine gesungen habe, deutschlandweit. Das ist natürlich, also mein Schrank ist voller Orden. 50 Jahre, die du jetzt schon auf der Bühne bist. Schon lange. Das ist ja, wenn man es diesmal überlegt, ein halbes Jahrhundert. Ich meine, man sieht es dir natürlich nicht an. Du siehst fantastisch aus. Ja, das Beleuchtung ist sehr gut her. Also, sei mal nicht so bescheiden. Aber das ist wahrscheinlich auch, weil es dich glücklich macht, oder, die Musik? Ja, natürlich, ist meine Berufung. Mhm. Also, mein Herz geht auf. Musik ist meine Welt und darüber singe ich auch. Ja, und du bist auch nie stehen geblieben, muss man auch sagen. Du hast dich immer weiterentwickelt, die Musik auch. Ist ganz, ganz wichtig. Also das Schöne war, ich meine, es war nicht so schön, weil Jack White und ich waren ja so zusammen, so als Produzent und Schallplattenfirma 10 Jahre lang. Aber dann hat er auch vorletztes Jahr gesagt, ich habe ja keine Lust mehr und ist ausgestiegen. Und dann haben Klaus, mein Mann und ich, gesagt, so, jetzt machen wir ein Traum wahr und gründen unser eigenes Musiklabel. Und es heißt Firework Music. Ein klein wenig, weil ich habe ja einige Lieder mit Feuer. Yeah. Also Feuer für Eurovision Song Contest zum Beispiel. Und auch der allererste Titel, der auf diese Alben rauskam, war Du bist wie ein Feuerwerk. Mhm. Also es stimmte alles. Und wir haben ja auch diesen Namen vor 1,5 Jahren
eigentlich gefunden, indem dass wir bei Rosi auf der Sonnenbergalm in Kitzbühel haben. Rosi Mittermeier oder welche Rosi? Nein, die Rosi Schöpflinger. Ach so, die Rosi. Ja, die Rosi, ja. Die singende Rosi. Die singende Rosi. Und wir haben ja ein schönes Silvester gefeiert und sie hat ein wunderschönes Feuerwerk gehabt. Es war eine traumhafte Nacht, so ganz klar. Und dann standen wir da auf dieser riesen Terrasse und da war Feuerwerk von ihr. Und dann von unten, also aus dem Tal, kamen ja so viele andere Feuerwerke und haben gesagt, so muss unser Label dann heißen. Ja, und weil es natürlich auch heiß hergeht in deiner neuen Musik. Heiß, du hast jetzt auch ein tolles Video produziert in Rio mit heißen Jungs. Da schauen wir direkt mal rein. Oh ja, die sind ja ganz neu. Ja. Nicht schlecht. Nicht schlecht, ne? Ja. Und all diese Jungs da laufen wieder so frei rum. Mit dem Bart, das hat mich gewundert, dass die jetzt alle so Bärte haben, wie in Berlin eigentlich, die Hipsters, ne? Ja, auch in Rio. Total, das ist ja ein Deutscher. Ah, das ist ein Deutscher? Das ist der einzige Deutsche und das ist dieser Football. So eine Mischung aus Football und Volleyball, was gespielt wird, ne, in Rio am Strand. Denke, was die da, also die haben eine Kraft in den Füßen und diese Bälle, die fliegen hin und her wie so Tennis. Ist ja unglaublich. Ich habe es versucht. Ja. Aber? So, einmal habe ich es geschafft, ist ja auf meinem Video. Aber man spürt einfach so die Stimmung des neuen Albums, unheimlich lebenslustig und poppig, Schlagerpop. Diese Titel haben wir eigentlich, das ist nicht auf der Album. Mhm. Das ist jetzt gerade als Download rausgekommen, weil ich habe diese Titel bekommen von meinem Produzent. Und ich sagte, boah, das ist ein toller Titel. Ich habe ja nur Musik gehabt. Das ist so richtig so Latin American. Also könnte mir vorstellen, das wäre gut für die Olympic Games, die in August starten. Und so haben wir dann die Texte so geschrieben. Also das ist so ein Traum. Also jetzt ist unser Jahr. Ja. Also die Sterne stehen gut und jetzt werden wir gewinnen. Ja, ist auch schon der Spirit der Olympischen Spiele. Ja, Olympischen Spiele. Ja, ja. Glückwunsch. Da freue ich mich. Ich weiß, dass du ein großer Hundefan bist. Du hast ja, glaube ich, einen Terrier. Ein Tibet-Terrier. Tibet-Terrier. Ich wollte sie mitbringen. Heute musste, wie heißt sie, Kira? Kira. Ah, aber bist sehr gut. Fast nah dran. Also, sie ist heute zu Hause geblieben. Ja. Und es kommt ja leider immer der Tag irgendwann, egal wie lieb man seine Tiere hat, da muss Mann oder Frau euch einen Abschied nehmen. Und in Norddeutschland gibt es für diesen meist ja doch sehr schmerzhaften Moment einen sehr schönen, stimmungsvollen Ort. Monika Hinger war dort. So, Polly, jetzt geht's auf deinen letzten Weg. Seit 2 Tagen ist Polly, die Katze, tot. Jetzt ist Michael Schlüter bei ihr, bis zum Schluss. Denn Pollys Besitzer wollen nicht bei der Einäscherung dabei sein. Je nachdem, wie sie aussehen, so wie jetzt hier, ist alles gut. Kämmen wir sie noch mal. Wir legen einen Blumenstrauß dazu. Wir machen die Kerzen an, damit hier einfach eine schöne Stimmung ist. Und jeder das Gefühl hat, hier wird auch wirklich würdevoll damit umgegangen. So geht auch Polly. Glatt gekämmt, gut gekühlt und würdevoll. Das ist Michael Schlüter besonders wichtig. Schätze nennt er die Tiere, die hier kremiert werden, wie es im Fachjargon heißt. Rund 1 Dutzend Tiere pro Tag kommen ins Krematorium Handstedt. Dabei spielt keine Rolle, wie groß oder klein sie sind. Eine Besitzerin hatte einen Spatz, der aus dem Nest gefallen ist, mit der Pipette großgezogen. Und es war eigentlich ihr Hausspatz, ihr Hausvogel, der nach einem Jahr dann plötzlich in seinem Käfig verstorben lag. Sie hat ihn hier einäschern lassen. Das Ganze waren 20 Gramm. Sie wollte aber gerne eben ihn ordentlich bestatten lassen, den würdevollen Abschied gewähren und hat ihn dann auch die Überreste, die Skelettteile, dann in eine Urne einfüllen lassen. Eine letzte Erinnerung. Nebenan im Abschiedsraum warten Andrea und Heino Hellwig auf das, was von Flocke übrig blieb. Ihr Hund war nach 16 Jahren eingeschläfert worden. Wir standen dann vor der Wahl, was machen wir mit unserer Flocke.
Und wir wollten sie auf keinen Fall beim Tierarzt lassen, dass sie zum Abdecker kommt, sondern wir wollten sie eigentlich weiter bei uns haben. Dann einmal ihre Flocke wieder zurück übergeben. Vielen Dank. Ja. Einmal für Sie. Sie kommt ja in der Rosenecke auf der Terrasse, da hat sie immer bei mir gelegen im Sommer und ihren Popo in die Sonne reingestreckt, weil sie das so gerne mocht. Und da wird sie auch hinkommen. Und da kommt ein schöner Engel drauf und dann wissen die Enkelkinderchen auch, wo Flocke nicht mehr da ist, dass sie bei uns ist. Urnen für den Kaminsims, Urnen für den Garten, alles hat seinen Preis. Handgefertigt oder aus Pappe. Ein 50-Kilo-Hund kostet rund 370 Euro. Einzeläinäscherung, die Luxusvariante. Wer es günstiger will, wählt ab 66 Euro die Verbrennung in der Gemeinschaft. Es geht jetzt in die Abkühlung, um anschließend dann gemahlen zu werden, damit die Asche dann in eine Urne verfüllt werden kann. Wenig Asche, vor allem aber Knochen bleiben und andere Andenken. Anhänger, Halsbänder, eine vergessene Schere eines Tierarztes war auch schon darunter. Genauso wie lebensrettendes Metall. Doch, da hat sich ein Tierarzt was ganz Findiges einfallen lassen, weil einem Hund die Wirbelsäule mit einer Eisenstange zerschlagen wurde. Und hat dann einfach ein Metallstück durch die Wirbel gesteckt und hat den Hund dann noch weitere 8 Jahre Leben geschenkt. Nur 3 Krematorien in Norddeutschland gibt es. Und das Geschäft mit dem Tiertod hat erst begonnen. Michael Schlüter hat erst vor 2 Jahren seine Berufung gefunden. Sein Hund Basti hat ihn nach Hanstedt geführt. So war es dann auch vom ersten Tag an meine Aufgabe, wo ich heute immer sagen kann, ich fahre wirklich morgens mit einem Lächeln hin und abends mit einem Lachen nach Hause. Das ist großartig. Trotz Schmerz, Trauer und ewigem Abschied nehmen, auch für Katze Polly wird es Zeit. 850 Grad heiß ist der Ofen. Danach geht ihre Asche zurück zum Besitzer. Und vielleicht wird auch sie ihren Platz auf dem Kaminsims finden. Irene wollte das jetzt gar nicht hören, ne? Nein, also möchte ich nicht. Also diese Gedanken. Du bist auch eine richtige Hundin der Ja, Renner. Also ich habe ja 2 Hündinnen gehabt und verloren dann. Und jetzt Kira ist auch 14,5 und wir tun alles, dass es ihr gut geht. Und es geht ihr auch sehr gut und sie spielt und nimmt viele Tabletten natürlich für ein alter Mensch. Aber also Gedanke, dass sie nicht mehr da ist oder sowas, oh, hilf. Also Daumen drücken und noch ein bisschen weg mit dem Gedanken. Dass wir sie lange haben. England, wir haben gerade schon mal den Tee probiert. Haben wir es ungefähr getroffen, so den English Tea? Doch. Also normalerweise trinke ich einen Assam oder einen English Breakfast Tea. Also das sind meine Präferenzen. Mhm. Aber ich habe mich dran gewöhnt ein bisschen an Earl Grey, weil ich fand das immer sehr parfümiert, aber war nicht so mein Ding. Aber es ist okay. Also man geht ja durch Phasen. Es ist ganz komisch. Der Geschmack ändert sich. Und ich habe mich ein bisschen dazu jetzt durchgedrungen. So wie ich mittlerweile Kaffee auch ohne Milch trinke. Hätte ich mir früher nie vorstellen können, aber es ist jetzt soweit. Ah, das machst du. Ja. Also ich trinke mit Milch, aber ich habe ja aufgehört, vor 3 Jahren dann Zucker zu nehmen. Hart. Aber wo muss es herkommen, ne? Ja, genau. Wir haben ja vorhin schon angesprochen, du kommst eben aus England, bist in England geboren. Vater englischer Postbote, Mama Düsseldorferin. Wie haben die beiden sich eigentlich kennengelernt? Nach dem Krieg. Mein Vater war ja bei der Besatzung und in Düsseldorf. Und dann haben sie sich kennengelernt bei einem großen Tanzabend in der Rheinterrassen in Düsseldorf. Ja. Eigentlich ganz, ganz lieb. Also erster Blick, mein Vater war hin und her, also das war's. Und dann haben sie ein bisschen Dating gemacht und also meine Mamas Familie hat ihn dann, als die ihn kennenlernten, haben gesagt, ach, der ist aber so lieb. Vorher natürlich haben gedacht, warum der Feind? Ja. Aber also der hat ja alle dann im Herz erobert. Und dann muss er auch zurück nach England und dann hat meine Mama ein ganzes Jahr gewartet auf ein Visum nach England, dann ihn zu heiraten. Und dann, als sie nach England kam, war natürlich auch die Familie in England, haben gesagt, warum kannst du nicht ein nettes englisches Mädchen haben? Und dann haben sie meine Mama kennengelernt und haben sie auch im Herzen geschlossen. Also ja, ich meine, die Engländer und Deutsche sind so ähnlich. Kultur ist ja gleich. Ne? Mhm. Also, ja, und dann kam die kleine Irene, die damals aber noch ganz anders hieß, nämlich Irene Margaret Woolridge. Woolridge. Ja, das ist kein Bühnenname. Ne? Irene wollte ich behalten. Ja. Aber die Woolridge, als ich so 15, 16 Jahre alt war, da wusste ich ganz genau, dass ich Sängerin werde. War ja schon bei der Theaterschule. Und dann saßen wir immer und haben mir überlegt, was können wir für einen Namen nehmen. Und dann plötzlich sagte meine Mama,
warum nicht Irene Scheer? Ich sagte, wie kommst du darauf? Sie sagte, tja, weil deine Großmutter deutscherseits heißt, zu der Zeit ja. hieß noch, also Scheer, mhm. Mädchenname. Mhm. Und dann haben wir gesagt, für England, weil Deutschland war überhaupt nicht im Sicht, also E-R-A-N, kein E am Ende, weil ich nicht Irene, ich bin nicht Irene, ich bin Irene. Und dann die Scheer, S-H-A-R, ist Scheer in Englisch. Also, und in Deutsch S-C-H-I-E-R. Genau. Ja, anders ne? geschrieben ja, im Deutschen. Genau. S-C-H und ja. so nur mit S-H. Und ich fand das ganz toll. Ich sagte, Mami, dann ist das mein Maskottchen. Also Omi liebe ich. Und also, dann habe ich die Scheer für meine Omi. Ja, und es hat ja auch gut funktioniert. Und es war offensichtlich auch das richtige Maskottchen. Denn du hast ja Karriere erst in England und dann eben in Deutschland machen können, ja. zweisprachig. Und deine ersten Auftritte in Deutschland waren ja auch noch in englischer Sprache. Sehr süß. Und du kannst den Text noch. Ja, ja. Und du hast gerade mitgesungen. Die Zuschauer haben es gar nicht gehört. Aber du kennst den Text, ne? Ja, einige schon. Ja, ja. Also, guter Text. Das ja, heißt, super. Ja, also, Joni Mitchell hat es geschrieben. Ja. Und sie hat ja auch so zeitgemäße Titel, Texte ja. geschrieben. Und war eigentlich so Uni, also in ja. Universitäten war sie schon sehr, sehr groß. Ja, Ende der 60er. Joni Mitchell hat jeder ja. gehört. Das ne? war Anfang der 70er dann. Aber dann haben irgendwann die Produzenten gesagt, nee, also wenn in Deutschland Karriere, musst du auch Deutsch singen oder zumindest versuchen, Deutsch zu singen? Nein, das war es nicht eigentlich. Also ich war ja dann in Deutschland und dann hat man gesagt, von der Schallplattenfirma, warum singst du nicht deine englischen Titel auch auf Deutsch? Mhm. Weil das ist ja sehr, sehr in. Also die Deutschen mögen auch diesen Akzent und so. Es sind so viele große Künstler, die dann in unserer Sprache dann singen. Und du kannst ja auch ein bisschen Deutsch. Ich sagte, ja, wäre eine große Ehre. Und so kam ich dann zu Ralf Siegel. Und er wollte meinen Namen sofort ändern. Das war so unser erstes Gespräch. Ich sagte, kommt nicht in Frage, dann also bye-bye. Ich sagte, schon gut, also wir machen es. Und wir haben ein Album zusammen gemacht. Und, ja, und dann kam Goodbye Mama. Mama. Das ist wirklich? Auch dieser griechische ja. Rhythmus. Und ja, das kommt immer noch. Ja, und jedenfalls in den Charts damit, ganz vorne. Und ganz vor oben. Allem ist das ja. der Durchbruch gewesen, um dann auch in ja. die Hitparaden zu kommen. Das war das ja war die toll. Sendung. Ich habe ja auch die Silberne Otto auch ja. noch bekommen von Bravo. War ich auch sehr begeistert von. Also Goldene Schallplatte, das ist natürlich immer ja, und die ganzen Zeit, anderen ja. deutschen Schlagerstars, da warst du auf einmal in einer Reihe mit ja. hier, Rex Gilde und ja. Bernhard Brink. Wir haben die Fotos. Hitparadezeit, ich meine, das war ja auch die Sendung, wo ihr alle aufgetreten ja. seid. Es war wie eine große Familie im Grunde, ne? Ja, unser Dieterli. Das ist klar, der hat uns alle geliebt, aber der war ja der Boss. Und also wenn du nicht Bye-bye gesagt hast und Dankeschön nach einer Sendung, hat er gesagt, wo ist denn der und der und der? Und da sind sie dann doch alle immer sehr empfindlich, ne? Ja, klar, aber der hatte auch recht, ja. weil er hat ja uns sehr, sehr gut präsentiert. Und also es ist schade, diese Epoche ist auch vorbei. Aber klar, es hat sich alles, die Landschaft hat sich sehr, sehr verändert. Ja, obwohl viele Fans sagen, oh, wenn wir nur die Hitparade wieder hätten. Ja, das glaube ich. Ich meine, 20 Millionen hatten die teilweise vorm Fernseher. Das kriegen wir heute, wenn Deutschland spielt, vielleicht bei der Europameisterschaft. Ja, ja, es ist auch das ist schon ganz Wahnsinn. Schwierig. Ja. Ja. Zwei Filme. Der erste, den finde ich ganz spannend. Und du? Ich denke beide. Oder? Beide also, sogar. Ja, also ich schaffst beide, du es denn ab und zu noch mal ins Kino? Oder? Ja, manchmal schon. Aber meistens dann so Kino zu Hause. Zu Hause ist Kitzbühel seit einigen Jahren. Wieso ja. gerade Kitzbühel? Warum? Durch Freunde eigentlich. Also vor vielen Jahren, ich war ja immer also Wochenende bei denen, Wochenende heißt ja. bei mir in der Woche. Und das war wirklich schön. Und die haben alle gesagt, Kitzbühel, warum kommst du nicht hierher? Und so kamen wir dann auf den Gedanke, als Klaus dann nicht seinen Job mehr machen ja. musste, also Privatier wurde, mhm. hat er gesagt, ja, wir können ja dahin, wo wir wollen, weil wir können arbeiten, ja. egal wo. Und so haben wir dann ein Häuschen gesucht. Ja, schön in der Natur. Sehr, ja, es ist herrlich, weil wenn wir auch nach Hause fahren, also können wir alle Fähre von uns dann reden und schön. Berge, der Wilde und Kaiser. Der Wilde Kaiser ist ja wirklich toll. Ja. Und das, obwohl ihr kein Ski fährt oder Skifahrt, du zumindest nicht, ne? Nein, also ich hatte versucht ja. und es war auch ganz toll. Aber das letzte Mal, wo ich drauf stand, weil ich hatte nicht sehr viel Zeit zum Üben, war so ein diffuses Licht und ich habe ja nichts mehr gesehen. Ich habe gesagt, nein, also das war für mich dann. Also, beide brechen werden deinem nein, Job auch nicht nein, so gut. Nicht fällst so du gut. zu lange nein. raus? Guck mal, hier habe ich ein schönes Foto in deiner Biografie entdeckt mit dir und Klaus. Ja. Das war eure
Hochzeit vor 15 Jahren jetzt, ne? 2001, nein, oder? Nein, nein, wir sind 15 Jahren in diesem Jahr zusammen. Ja. Ein paar Tage ist unser 15. Kennenlerntag. Und am 12. August haben wir unseren 6. Hochzeitstag. Okay. Und das war bei Rosi. Ja, und vor allem hier ist auch noch Fernsehfahrer Jürgen das Fliege. Ist der Den habe ich ja ewig nicht gesehen. Was macht der denn? Ich habe ihn auch lange nicht mehr gesehen. Ne? Und ich war stolz, dass er das gemacht hatte. Und er hat uns die Segnung gegeben. Und wir haben gesagt, kirchlich nicht, aber Segen schon. Mhm. Ja, auf jeden Fall sieht es nach einem schönen Wetter und schönen Tag und viel Glück aus. Es hat geschüttet, als wir alle dann drin waren. 5 Minuten später wären wir alle total nass gewesen. Und deshalb haben der Himmel wollte es so, dass ihr es noch schön erlebt. Die Liebe ist ja auch immer ein ganz großes Thema beim Schlager. Eigentlich kaum ein Lied ohne die Liebe. Und du hast in deiner Zeit als Schlagerstar, Schlagerlegende, kann ich ja schon sagen, auch ganz viele Duette gesungen, wo es natürlich auch um die Liebe ging. Und eins mit der Schlager-Ikone Gilbert Bécaud. Oh, Monsieur 100.000 Volt. Oho, das war wir gucken mal rein. Irene, erzähl mir, was war mit Gilbert Bécaud? Der hat mich entdeckt bei der Eurovision Song Contest, als ich für Deutschland gesungen hatte in Paris und hatte gleiche Produzent, John Möhring, wie ich. Und dann sagte er, ich würde gerne mein erstes Duett mit dieser junge Dame singen. L'amour est mort. Und habe ich gesagt, das ist natürlich schön. Und dann bin ich nach Paris dann gekommen und so waren wir im Studio zusammen und haben dieses Lied dann auch in Deutsch und in Französisch gesungen. Und ich glaube, der hat ja wirklich ein Faible für mich gehabt. Er wollte nicht nur singen. Ich glaube, der wollte mehr. Ich bin mir sicher. Und du, liebe Irene, was wolltest du? Nein, also treue Ehefrau. Zu dem Zeitpunkt warst du ja auch verheiratet noch ganz lange. Viele Jahre warst du ja mit einem englischen Sänger verheiratet. Und du erzählst in deiner Biografie ganz offen, dass der ja schon nicht ohne war. Ne? Also dich hat er hochgeschickt nach dem Auftritt zum Schönheitsschlaf. Irene, geh schon mal schlafen. Und unten hat er sich dann in der Zeit an der Bar mit anderen Frauen amüsiert. Die ganze Branche wusste, dass wir haben gesagt, also der hat dich immer ins Bett geschickt. Und hat sich auch dann vergnügt da so an der Bar. So, was sie gemacht hat, weiß ich nicht. Ja. Aber auf jeden Fall habe ich so ein klein wenig so Einblick in mein Buch gegeben. Aber also, es ist ja Wasser unter der Brücke. Und du hast ja dann auch getrennt, war auch nicht schön, war eine anstrengende Trennung, ne, über viele Jahre. Ja, vor allem, weil deshalb sind wir nur 6 Jahre in diesem Jahr verheiratet und nicht 15. Weil ich hatte die Scheidung nicht kriegen können. Das hat ja sehr lange gedauert, aber gut, ist ja alles vorbei. Und jetzt gibt es ja Klaus in deinem Leben. Und ich habe meinen Klaus. Der ja auch dich immer wieder zu Auftritten begleitet, auch heute mitgefahren. Das ist ja auch schön, ne? Es ist wunderbar. Wenn ihr diese Reisen zusammen machen könnt und man nicht so alleine ist, wenn man von der Showbühne kommt. Ja, das wäre sehr, ich muss sagen, das wäre mir auch zu anstrengend, zu traurig, immer getrennt zu sein von meinem Partner. Ach schön, und so können wir es wunderbar. Er ist ein hervorragender Manager. Also wir sagen immer, ich singe und er macht alles andere. Herrlich, ich singe, er macht alles andere. Das schlage ich zu Hause auch mal vor. So, jetzt haben wir schon so viel über deine Musik geredet, Irene Scheer. Jetzt möchten wir natürlich auch einen neuen Titel hören. Und du wirst singen Celebra Uma Festa. Wir sind so gespannt. Okay. Viel Spaß. Viel Spaß auch. Millionen von Träumen, sie werden heute wahr. Die Sterne, sie sagen, das wird unser bestes Jahr. Noch niemals so ein tiefes Glücksgefühl und sah mich im Leben ganz selten so nah.
der Nacht. Wir spüren gemeinsam, sind wir eine Himmelsmacht. Wir schreiben Geschichte bis in alle Ewigkeit. Die Trommeln, sie rufen, nun kommt endlich Vielen Dank. Irene, komm gerne wieder zu mir. Super. Dieser Riesenbeifall. Wir haben so ein Riesen, toll. Ein Riesen Publikum heute. Bitteschön. Oh, ja, das Publikum sitzt natürlich zu Hause vor den Bildschirmen und hat dort mitgeklatscht. Deshalb hört sich das jetzt ein bisschen wenig an, wenn ich hier vor allem klatsche. Aber ganz toll. Schön. Ja, ja. Gefällt's dir? Ja, wunderbar. Ich finde es auch so ein tolles. Der hat ja so viel Power drin. Und ich bin wirklich für die Sportler, die alle da sind, die arbeiten so hart. Ja. Und das alles im Grunde genommen in Rio, oder? Bei den Olympischen Spielen. Ja. Das wäre bestimmt toll. Ich werde ja gerne anschauen. Ja, vor allem, du warst ja schon da in Rio. Da war Copacabana. War gut? Ach, das war schon interessant. Ja, wir haben ja Christus-Statue, haben wir dann auch große besucht. Große Jesus-Figur, ja, genau, da oben. Auf der Corcovado. Das war fantastisch. Also es war eine unglaubliche Panorama von oben. Und dann auf der Copacabana natürlich. Und Panema. Ja. Also wir haben ja einiges sehen können. Toll. Und dann zwei Videos gedreht. Und also schön. Dieses darunter. Also wir werden das ja alles sehen, wenn die Olympischen Spiele dann stattfinden. Da wird es ja ganz viele Berichte natürlich auch bei uns in der ARD geben über Rio, über Brasilien. Bin ich auch schon ganz gespannt. Und wir drücken natürlich auch allen Sportlern die Daumen ganz fest. Jetzt schon. Ne? Jetzt aber erstmal bei der EM heute den deutschen Jungs. Heute. Wir haben ein kleines, eine Überraschung und ein kleines Quiz für dich. Pass mal auf, ich zeige dir jetzt ein paar Bilder und du ratest mal bitte und versuchst rauszufinden, Wo ist das? Du kennst es. Achtung, spätestens jetzt weißt du es. Achtung. Weißt du immer nicht? Wo wir geheiratet haben. Nee, da. Irene, du fehlst uns sehr, ihr fehlt uns sehr. Ja, und wir schicken dir ganz, ganz liebe Grüße hier aus dem wunderschönen Capri, Bella Italia. Ciao! Oh, wie süß! Danke! Patrick Lindner hat da gerade wirklich mit seinem Mann und mit Freunden gerade erst uns geschickt, die kleine Grußbotschaft für dich, weil die sind jetzt im Moment auf Ich Kaffee. Weiß, das sind ja alles unsere sehr, sehr enge Freunde. Deshalb haben wir gedacht, vielleicht warst du schon mal mit da. Also war ja auch gedacht, aber es kam ja so viel tolle Jobs zwischen. Eigentlich haben wir Urlaub jetzt. Ach so. Und dann kam ja letzte Woche, haben wir dann die Promi Shopping Queen gedreht. Ja. Das kommt irgendwann, glaube ich, in Oktober. Und darf ja nicht sagen. Nee, da darfst du nicht. Aber sonst wärst du mit jetzt auf Capri gewesen, mit Patrick. Ihr kennt euch unheimlich gut. Ne? Ja. Du warst seine Patin, glaube ich. Ja, genau. Das heißt, du hast ihn entdeckt oder was heißt das? Nein, habe ich nicht entdeckt, aber ich dürfte seine Patin sein. Mhm. Wurde gefragt, ob ich ihn, seine Patenschaft nehmen würde. Und das sind jetzt rund 27 Jahre her. Und da kam er auch, das war im Fernsehen, und dann kam dieser junge Mann auf mich zu und sagte, also ich bin so stolz, dass du meine, oder sie hat er gesagt, also meine Patin bist. Und ich bin der Patrick Lindner. Hat seine Hand gegeben. Ich habe gedacht, boah, ist das ein toller junger Mann. So gut erzogen. Sehr, also sehr nett. Charmant, Und wir waren ja dann auch vor 2 Jahren, das war ja dann 25 Jahre, unser Jubiläum, waren wir dann zusammen auf Tournee. Haben toll. Wir 3 Wochen, also wirklich nur wir beiden auf der Bühne gestanden. Es war also wunderschön, hat Spaß gemacht. Er war vor gar nicht langer Zeit, 2, 3 Wochen auch gerade hier, auch wieder gut gelaunt und toll erzählt und so charmant. Also wir lieben ihn auch und freuen uns immer, wenn er kommt. Und ihr seid ja demnächst, habe ich auch gesehen, auch zusammen in einer Operette von Johann Strauss, Fledermaus, in wo wird es sein? In Rudesdorf.
Ja. Und da seid ihr dann zusammen auf der Bühne? Da sind wir auf der Bühne und da singen wir dann auch wieder ein Lied zusammen. Ja, also es sind ja viele, viele schöne Sachen, die im Moment laufen. In diesem Jahr war ich auch auf einer ganz tolle Tournee, das heißt die Schlagerlegenden. Und das war mit Lena Velaitis, Peggy March. All die Großen. Michael Holm und Graham Bonney und der Otti Bauer Big Band. Und nächstes Jahr sind wir auf große Tournee machen. 3 Wochen dann zusammen. Für alle Schlagerfans. Vielen Dank, lieber Rin. Wenn die Musik kommt, heißt es, unsere Zeit ist leider zu Ende. Ich will aber noch eben sagen, wer morgen kommt. Okay. Nämlich morgen kommt Pierre Littbarski zusammen mit Trainerlegende Christoph Daum. Wir werden natürlich über die deutsche Mannschaft, über die EM sprechen und über alles Weitere. Schön, dass du hier bist, hier warst. Alles Liebe, alles Gute. Ich danke dir auch. Wir sehen uns morgen. Wäre schön, wenn Sie jetzt noch dranbleiben und die Landesprogramme schauen. Tschüss. Alles ist möglich, ein Zauber der Nacht. Gemeinsam sind wir eine Himmelsmacht. Wir schreiben Geschichte bis in alle Ewigkeit. Die Trommeln, sie rufen, nun kommt endlich unsere Zeit. Prima, vielen Dank. Irene, komm gerne wieder zu mir. Super. Dieser riesen Beifall, wir haben so ein riesen, ein riesen Publikum heute. Bitte schön. Oh, ja, das Publikum sitzt natürlich zu Hause vor dem Bildschirm und hat dort mitgeklatscht. Deshalb hört sich das jetzt ein bisschen wenig an, wenn ich hier vor allem klatsche. Aber ganz toll, schön. Ja, gefällt es dir? Ja, wunderbar. Ich finde es auch so ein tolles, der hat ja so viel Power drin. Und ich bin wirklich für die Sportler, die alle da sind, die arbeiten so hart. Ja. Und das alles im Grunde genommen in Rio, oder bei den Olympischen Spielen. Ja. Das wäre bestimmt toll. Ich werde ja gerne anschauen. Ja, vor allem, du warst ja schon da in Rio. Da war ich auch. War gut? Ach, das war schon interessant, ja. Wir haben ja Christus-Statue, haben wir dann auch große besucht. Große Jesus-Figur, genau, da oben. Auf der Corcovado. Das war fantastisch. Also es war eine unglaubliche Panorama von oben. Und dann auf der Copacabana natürlich. Und Ipanema. Ja. Also wir haben ja einiges sehen können. Toll. Und dann zwei Videos gedreht. Und also schön. Dieses darunter. Also wir werden das ja alles sehen, wenn die Olympischen Spiele dann stattfinden. Da wird es ja ganz viele Berichte natürlich auch bei uns in der ARD geben. Über Rio, über Brasilien bin ich auch schon ganz gespannt. Und wir drücken natürlich auch allen Sportlern die Daumen ganz fest. Jetzt schon. Ne? Jetzt aber erstmal bei der EM heute den deutschen Jungs. Heute. Wir haben ein kleines, eine Überraschung und ein kleines Quiz für dich. Pass mal auf, ich zeige dir jetzt ein paar Bilder und du ratest mal bitte und versuchst rauszufinden, wo ist das? Wo ist das? Du kennst es. Achtung, spätestens jetzt weißt du es. Achtung. Weißt du immer nicht? Wo wir geheiratet haben. Nee, da. Irene, du fehlst uns sehr, ihr fehlt uns sehr. Ja, und wir schicken dir ganz, ganz liebe Grüße hier aus dem wunderschönen Capri, Bella Italia. Ciao! Ach, wie süß! Danke! Patrick Lindner, offensichtlich auch das richtige Maskottchen, denn du hast ja Karriere erst in England und dann eben in Deutschland machen können, zweisprachig. Und deine ersten Auftritte in Deutschland waren ja auch noch in englischer Sprache. Sehr süß, und du kannst den Text noch. Ja, du hast gerade mitgesungen, die Zuschauer haben es gar nicht gehört, aber du kennst den Text, ne? Ja, einige schon, ja. Also, ein guter Text. Das Joni Mitchell hat es geschrieben. Ja. Und sie hat ja auch so zeitgemäße Titel, Texte geschrieben und war eigentlich so Uni, also in Universitäten war sie schon sehr, sehr groß. Ja, Ende der 60er, Joni Mitchell hat jeder gehört. Und das war Anfang der 70er dann. Aber dann haben irgendwann die Produzenten gesagt, nee, also wenn in Deutschland Karriere, musst du auch Deutsch singen oder zumindest versuchen, Deutsch zu singen? Nein, das war es nicht eigentlich. Also ich war ja dann in Deutschland und dann hat man gesagt,
von der Schallplattenfirma, warum singst du nicht deine englischen Titel auch auf Deutsch? Mhm. Weil das ist ja sehr, sehr in. Also die Deutschen mögen auch diesen Akzent und so. Es sind so viele große Künstler, die dann in unserer Sprache dann singen. Und du kannst ja auch ein bisschen Deutsch. Ich sagte, ja, wäre eine große Ehre. Und so kam ich dann zu Ralf Siegel. Und er wollte meinen Namen sofort ändern. Das war so unser erstes Gespräch. Ich sagte, kommt nicht in Frage, dann also bye-bye. Ne? Das ist schon gut, also wir machen es. Und wir haben ein Album zusammen gemacht. Und ja, dann und kam Goodbye Mama. Das ist wirklich auch dieser griechische Rhythmus. Und ja, das kommt immer noch. Ja, und jedenfalls in den Charts damit ganz vorne. Und vor allem ist das der Durchbruch gewesen, um dann auch in die Hitparaden zu kommen. Das war ja die Sendung. Ich habe ja auch die Silberne Otto auch noch bekommen von Bravo. War ich auch sehr begeistert von. Also Goldene Schallplatte, das ist natürlich im Moment. Oder die ganzen anderen deutschen Schlagerstars. Da warst du auf einmal in einer Reihe mit hier Rex Gilde und Bernhard Brink. Wir haben die Fotos. Hitparadezeit, ich meine, das war ja auch die Sendung, wo ihr alle aufgetreten seid. Es war ja wie eine große Familie im Grunde, ne? Ja, unser Dieter Lee. Das ist klar, der hat uns alle geliebt, aber der war ja der Boss. Und also wenn du nicht Bye-bye gesagt hast und Dankeschön nach einer Sendung, hat er gesagt, wo ist denn der und der und der? Und da sind sie dann doch alle immer sehr empfindlich, ne? Ja, klar, aber der hatte auch recht, weil er hat ja uns sehr, sehr gut präsentiert. Und also es ist schade, diese Epoche ist auch vorbei. Aber klar, es hat sich alles, die Landschaft hat sich sehr, sehr verändert. Ja, obwohl viele Fans sagen, oh, wenn wir nur die Hitparade wieder hätten. Ja, das glaube ich. Ich meine, 20 Millionen hatten die teilweise vorm Fernseher. Das kriegen wir heute, wenn Deutschland spielt, vielleicht bei der Europameisterschaft. Ja, es ist auch ist schon ganz Wahnsinn, schwierig. Ne? Ja. Zwei Filme. Der erste, den finde ich ganz spannend. Und du? Ich denke beide. Oder? Beide also, sogar. Also ich schaffst du es denn ab und zu nochmal ins Kino? Oder? Ja, manchmal schon. Aber meistens dann so Kino zu Hause. Zu Hause ist Kitzbühel seit einigen Jahren. Wieso gerade Kitzbühel? Das Publikum sitzt natürlich zu Hause vor den Bildschirmen und hat dort mit geklatscht. Deshalb hört sich das jetzt ein bisschen wenig an, wenn ich hier vor allem klatsche. Aber ganz toll, schön. Ja. Gefällt es dir? Ja, wunderbar. Ich finde es auch so ein tolles. Der hat ja so viel Power drin. Und also ich bin wirklich für die Sportler, die alle da sind, die arbeiten so hart. Ja. Und das alles im Grunde genommen in Rio, oder? Bei den Olympischen Spielen. Ja. Das wird bestimmt toll. Ich werde ja gerne anschauen. Ja, vor allem du warst ja schon da in Rio. Da war ich auch. War gut? Ach, das war schon interessant. Ja, die, also wir haben ja Christus-Statue, haben wir dann auch große besucht. Große Jesus-Figur, da oben. Auf der Corcovado. Das war fantastisch. Also es war eine unglaubliche Panorama von oben und dann auf der Copacabana natürlich und Panima. Ja. Also wir haben ja einiges sehen können und dann zwei Videos gedreht. Und also schön. Dieses also wir werden das ja alles sehen, wenn die Olympischen Spiele dann stattfinden. Da wird es ja ganz viele Berichte natürlich auch bei uns in der ARD geben über Rio, über Brasilien. Bin ich auch schon ganz gespannt. Und wir drücken natürlich auch allen Sportlern die Daumen ganz fest. Jetzt schon. Ne? Jetzt aber erstmal bei der EM heute den deutschen Jungs. Wir haben ein kleines, eine Überraschung und ein kleines Quiz für dich. Pass mal auf, ich zeige dir jetzt ein paar Bilder und du ratest mal bitte und versuchst rauszufinden, wo ist das? Wo ist das? Du kennst es. Achtung, spätestens jetzt weißt du es. Achtung. Weißt du immer nicht? Wo wir geheiratet haben. Nee, da. Irene, du fehlst uns sehr, ihr fehlt uns sehr. Ja, und wir schicken dir ganz, ganz liebe Grüße hier aus dem wunderschönen Capri. Bella Italia. Ciao. Ciao. Ach, wie süß. Danke. Patrick Lindner hat da gerade wirklich mit seinem Mann und mit Freunden gerade erst uns geschickt, die kleine Grußbotschaft für dich, weil die sind jetzt im Moment auf Ich Kaffee. Weiß, das sind ja alles unsere sehr, sehr enge Freunde. Deshalb haben wir gedacht, vielleicht warst du schon mal mit da. Ja, also war ja auch gedacht, aber es kam ja so viel tolle Jobs zwischen. Eigentlich haben wir Urlaub jetzt. Ach so. Und dann kam ja letzte Woche, haben wir dann die Promi Shopping Queen gedreht. Ja. Das kommt irgendwann, glaube ich, in Oktober. Und ich darf ja nicht sagen. Nee, darfst du nicht. Aber sonst wärst du mit jetzt auf Capri gewesen, mit Patrick. Wo, ihr kennt euch unheimlich gut. Ne? Du warst seine Patin, glaube ich. Ja, genau. Das heißt, du hast ihn entdeckt oder was heißt das? Nein, habe ich nicht entdeckt, aber ich dürfte seine Patin sein. Mhm. Wurde gefragt, ob ich ihn, seine Patenschaft nehmen würde. Und das sind jetzt rund 27 Jahre her. Und da kam er auch, das war im Fernsehen, und dann kam dieser junge Mann auf mich zu und sagte, also ich bin so stolz, dass du meine, oder sie hatte gesagt, also meine Patin bist. Und ich bin der Patrick Lindner. Hat seine Hand gegeben, ich habe gedacht, boah, ist das ein toller
tolle junge so Mann. So gut erzogen. Sehr, also sehr nett. Charmant, ja. Und wir waren ja dann auch vor 2 Jahren, das war ja dann 25 Jahre, unser Jubiläum. Du hast in deiner Zeit als Schlagerstar, Schlagerlegende, kann ich ja schon sagen, auch ganz viele Duette gesungen, wo es natürlich auch um die Liebe ging. Und eins mit der Schlagerikone Gilbert Bécaud. Oh, Gilbert. Monsieur 100.000 Volt. Oho, das war wir gucken mal rein. Irene, erzähl mir, was war mit Gilbert Bécaud? Ja, also der hat mich entdeckt bei der Eurovision Song Contest, als ich für Deutschland gesungen hatte in Paris und hatte gleiche Produzent, John Möhring, wie ich. Und dann sagte er, ich würde gerne mein erstes Duett mit dieser junge Dame singen. L'amour est mort. Und ja, wie gesagt, das ist natürlich schön. Und dann bin ich nach Paris dann gekommen und so waren wir im Studio zusammen und haben dieses Lied dann auch in Deutsch und in Französisch gesungen. Und ja, ich glaube, der hat ja wirklich ein Faible für mich gehabt. Er wollte nicht nur singen. Ich glaube, der wollte mehr. Ich bin mir sicher. Und du, liebe Irene, was wolltest du? Nein, also treue Ehefrau. Zu dem Zeitpunkt warst du ja auch verheiratet noch ganz lange. Viele Jahre warst du ja mit einem englischen Sänger verheiratet. Und du erzählst in deiner Biografie ganz offen, dass der ja schon es nicht ohne war. Ne? Also dich hat er hochgeschickt nach dem Auftritt zum Schönheitsschlaf. Irene, geh schon mal schlafen. Und dann hat er sich dann in der Zeit an der Bar mit anderen Frauen amüsiert. Die ganze Branche wusste, dass das, haben gesagt, also der hat dich immer ins Bett geschickt. Und hat sich auch dann vergnügt da so an der Bar. Also, was sie gemacht hat, weiß ich nicht. Ja. Aber auf jeden Fall habe ich so ein klein wenig so Einblick in mein Buch gegeben. Aber also, es ist ja Wasser unter der Brücke. Und du hast ja dann auch getrennt, war auch nicht schön, war eine anstrengende Trennung, ne, über viele Jahre. Ja, vor allem, weil deshalb sind wir nur 6 Jahre in diesem Jahr verheiratet und nicht 15. Weil ich hatte die Scheidung nicht kriegen können. Mhm. Das hat ja sehr lange gedauert, aber gut. Ist ja alles vorbei. Und jetzt gibt es ja Klaus in deinem Leben. Und ich habe meinen Klaus. Der ja auch dich immer wieder zu Auftritten begleitet, auch heute mitgefahren ist. Ist ja auch schön, ne? Es ist wunderbar. Wenn ihr diese Reisen zusammen machen könnt und man nicht so alleine ist, wenn man von der Showbühne kommt. Ja, das wäre sehr, ich muss sagen, das wäre mir auch zu anstrengend, zu traurig, immer getrennt zu sein von meinem Partner. Ach schön, und so können wir es wunderbar. Er ist ein hervorragender Manager. Also wir sagen immer, ich singe und er macht alles andere. Herrlich, ich singe, er macht alles andere. Das schlage ich zu Hause auch mal vor. So, jetzt haben wir schon so viel über deine Musik geredet, Irene Scheer. Jetzt möchten wir natürlich auch einen neuen Titel hören. Und du wirst singen Celebra Uma Festa. Wir sind so gespannt. Okay. Viel Spaß. Viel Spaß auch. Kremiert werden, wie es im Fachjargon heißt. Rund ein Dutzend Tiere pro Tag kommen ins Krematorium Handstedt. Dabei spielt keine Rolle, wie groß oder klein sie sind. Eine Besitzerin hatte einen Spatz, der aus dem Nest gefallen ist, mit der Pipette großgezogen. Und es war eigentlich ihr Hausspatz, ihr Hausvogel, der nach einem Jahr dann plötzlich in seinem Käfig verstorben lag. Sie hat ihn hier einäschern lassen. Das Ganze waren 20 Gramm. Sie wollte aber gerne eben ihn ordentlich bestatten lassen, den würdevollen Abschied gewähren und hat ihn dann auch die Überreste, die Skelettteile, dann in eine Urne einfüllen lassen. Eine letzte Erinnerung. Nebenan im Abschiedsraum warten Andrea und Heino Hellwig auf das, was von Flocke übrig blieb. Ihr Hund war nach 16 Jahren eingeschläfert worden. Wir standen dann vor der Wahl, was machen wir mit unserer Flocke? Und wir wollten sie auf keinen Fall beim Tierarzt lassen, dass sie zum Abdecker kommt, sondern wir wollten sie eigentlich weiter bei uns haben. Dann einmal ihre Flocke wieder zurück übergeben. Vielen Dank. Einmal für Sie. Sie kommt ja bei einer Rosenecke auf der Terrasse, da hat sie immer bei mir gelegen im Sommer und ihren Popo in die Sonne reingestreckt, weil sie das so gerne mocht. Und da wird sie auch hinkommen. Und da kommt ein schöner Engel drauf und dann wissen die Enkelkinderchen auch, wo eine Flocke nicht mehr da ist, dass sie bei uns ist. Urnen für den Kaminsims, Urnen für den Garten, alles hat seinen Preis, handgefertigt oder aus Pappe. Ein 50-Kilo-Hund kostet rund 370 Euro. Einzeleinäscherung, die Luxusvariante. Wer es günstiger will, wählt ab 66 Euro die Verbrennung in der Gemeinschaft. Es geht jetzt in die Abkühlung, um anschließend dann gemahlen zu werden, damit die Asche dann in eine Urne verfüllt werden kann.
Wenig Asche, vor allem aber Knochen bleiben und andere Andenken. Anhänger, Halsbänder, eine vergessene Schere eines Tierarztes war auch schon darunter. Genauso wie lebensrettendes Metall. Doch, da hat sich ein Tierarzt was ganz Findiges einfallen lassen, weil einem Hund die Wirbelsäule mit einer Eisenstange zerschlagen wurde. Und hat dann einfach ein Metallstück durch die Wirbel gesteckt und hat den Hund dann noch weitere 8 Jahre Leben geschenkt. Nur 3 Krematorien in Norddeutschland gibt es. Und das Geschäft mit dem Tiertod hat erst begonnen. Michael Schlüter hat erst vor 2 Jahren seine Berufung gefunden. Sein Hund Basti hat ihn nach Hannstedt geführt. So war es dann auch vom ersten Tag an meine Aufgabe, wo ich heute immer sagen kann, ich fahre wirklich morgens mit einem Lächeln hin und abends mit einem Lachen nach Hause. Das ist großartig. Trotz Schmerz, Trauer und ewigem Abschied nehmen, auch für Katze Polly wird es Zeit. 850 Grad heiß ist der Ofen. Danach geht ihre Asche zurück zum Besitzer. Und vielleicht wird auch sie ihren Platz auf dem Kaminsims finden. Irene wollte das jetzt gar nicht hören, ne? Nein, also möchte ich nicht. Jetzt gibt es ja Klaus in deinem Leben. Und ich habe meinen Klaus. Der ja auch dich immer wieder zu Auftritten begleitet, auch heute mitgefahren ist. Ist ja auch schön, ne? Es ist wunderbar. Wenn ihr diese Reisen zusammen machen könnt und man nicht so alleine ist, wenn man von der Showbühne kommt. Ja, das wäre sehr, also ich muss sagen, das wäre mir auch zu anstrengend, zu traurig, immer getrennt zu sein von meinem Partner. Ach, schön. Und so können wir es wunderbar. Ja. Er ist ein hervorragender Manager. Also wir sagen immer, ich singe und er macht alles andere. Herrlich. Ich singe, er macht alles andere. Das schlage ich zu Hause auch mal vor. So, jetzt haben wir schon so viel über deine Musik geredet, Irene Scheer. Jetzt möchten wir natürlich auch einen neuen Titel hören. Und du wirst singen Celebra Uma Festa. Wir sind so gespannt. Okay. Viel Spaß. Viel Spaß auch. Millionen von Träumen, sie werden heute wahr. Die Sterne, sie sagen, das wird unser bestes Jahr. Ich hatte noch niemals so ein tiefes Glücksgefühl und sah mich im Leben ganz selten so nah. Bis in alle Ewigkeit. Die Trommeln, sie rufen, nun kommt endlich unsere Zeit. Celebra, Uma Festa. Ole, ole, ole. Denken. Anhänger, Halsbänder, eine vergessene Schere eines Tierarztes war auch schon darunter. Genauso wie lebensrettendes Metall. Doch, da hat sich ein Tierarzt was ganz Findiges einfallen lassen, weil einem Hund die Wirbelsäule mit einer Eisenstange zerschlagen wurde. Und hat dann einfach ein Metallstück durch die Wirbel gesteckt und hat den Hund dann noch weitere 8 Jahre Leben geschenkt. Nur 3 Krematorien in Norddeutschland gibt es. Und das Geschäft mit dem Tiertod hat erst begonnen. Michael Schlüter hat erst vor 2 Jahren seine Berufung gefunden. Sein Hund Basti hat ihn nach Hannstedt geführt. So war es dann auch vom ersten Tag an meine Aufgabe, wo ich heute immer sagen kann, ich fahre wirklich morgens mit einem Lächeln hin und abends mit einem Lachen nach Hause. Das ist großartig.
Trotz Schmerz, Trauer und ewigem Abschied nehmen. Auch für Katze Polly wird es Zeit. 850 Grad heiß ist der Ofen. Danach geht ihre Asche zurück zum Besitzer. Und vielleicht wird auch sie ihren Platz auf dem Kaminsims finden. Irene wollte das jetzt gar nicht hören, ne? Nein, also möchte ich nicht. Also diese Gedanken. Du bist auch eine richtige Hundin ja, also ich habe ja zwei Hündinnen gehabt und verloren dann. Und jetzt Kira ist auch 14,5 und wir tun alles, dass es ihr gut geht. Und es geht ihr auch sehr gut und sie spielt und nimmt viele Tabletten natürlich für einen alten Mensch. Aber also Gedanke, dass sie nicht mehr da ist oder sowas, oh, hilf. Also Daumen drücken und noch ein bisschen sie, ja, weg mit dem Gedanken. Sie lange haben. England, wir haben gerade schon mal den Tee probiert. Haben wir es ungefähr getroffen, so den English doch, Tea? Doch, doch. Also normalerweise trinke ich einen Assam oder einen English Breakfast Tea. Also das sind meine Präferenzen. Aber ich habe mich dran gewöhnt ein bisschen an Earl Grey, weil ich fand das immer sehr parfümiert, aber war nicht bisschen so mein Ding. Aber es ist okay. Also, also man geht ja durch Phasen. Also es ist ganz komisch. Geschmack ändert sich. Und also ich habe mich ein bisschen dazu jetzt durchgedrungen. So wie ich mittlerweile Kaffee auch ohne Milch trinke. Hätte ich mir früher nie vorstellen können, aber es ist jetzt soweit. Ah, das machst du. Ja, also ich trinke mit Milch, aber also ich habe ja aufgehört, vor 3 Jahren dann Zucker zu nehmen. Hart. Aber irgendwo muss es herkommen, ne? Ja, genau. Wir haben ja vorhin schon angesprochen, du kommst eben aus England, bist in England geboren. Vater englischer Postbote, Mama Düsseldorferin. Wie haben die beiden sich eigentlich kennengelernt? Nach dem Krieg. Mein Vater war ja bei der Besatzung und in Düsseldorf. Und dann haben sie sich kennengelernt bei einem großen Tanzabend in der Rheinterrassen in Düsseldorf. Ja. Eigentlich ganz, ganz lieb. Also erster Blick, mein Vater war hin und her, also das war's. Und dann haben sie ein bisschen Dating gemacht und also meine Mamas Familie hat ihn dann, als die ihn kennenlernten, haben gesagt, ach, der ist aber so lieb. Vorher natürlich haben wir gedacht, warum der Feind? Aber also der hat ja alle dann...